belacht ist am Leben. Ich mach mich für dich zum Clown, damit deine Lippen sich bewegen. Setz ich die rote Nase auf, ich blamier mich für dich. Ich mein Was-Blog ist wieder hier mit dem Thema: Was war bisher dein schlimmster Tag als Mutter? Ja. Aber wenn ich darüber nachdenke, was war mein schlimmster Tag als Mutter, würden mir zwei Sachen einfallen. Davon erwähne ich aber jetzt nur eines. Mein Kind hat kaputte Zähne gehabt. Ja. Und da ich auf mein Kind schaue und auch schaue, dass er jeden Arzttermin hat, was es gibt, jedes Jahr Kontrolle, wollte ich, dass seine Zähne gemacht werden als erster, bevor er in den Kindergarten geht. Ja? Ob ihm jetzt die Kinder auslachen wegen die kaputten Zähne oder weil er da halt keine Zähne hat, ist ja scheißegal. Ja? Wenn man kaputte Zähne hat, geht das auch am Körper. Ist einfach so. Ich bin ein lebendiges Beispiel. Alle Fälle habe ich mir Arzttermine ausgemacht bei drei verschiedenen, weil ich wissen wollte, wie viel das kostet und wer es macht. Dadurch, dass er zu dem Zeitraum 2,5 Jahre war, ist das ja nicht so gut, wenn er dabei munter ist, weil ich glaube, da wäre es Ärger ausgefallen. Ja. Alle Fälle habe ich überlegt, war ich bei drei Terminen. So. Beim ersten Mal war ich im SMZ Ost. Da wurde ich abgelehnt, da wurde ich noch niedergemacht, weil ich seine Zähne kaputt gemacht habe und ich gesagt habe, das weiß ich, das ist mein erstes Kind und den Fehler habe ich gemerkt. Und diesen Fehler will ich jetzt korrigieren lassen, indem, dass man ihm die Zähne zieht. So, beim zweiten Zahnarzt war ich. Er hat sich meinem Sohn angeschaut, nur hat er gesagt, ich soll lieber zu einem Kinderzahnarzt gehen, die was auch darauf spezialisiert sind. Ist logisch. Dann war ich im 19. Bezirk, glaube ich, habe mich erkundigt. Sie haben ihm auch in den Mund geschaut. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man nicht den Mund aufmacht, kann man nichts sehen. Muss man spielerisch machen, weil ihm war das eindeutig schon zu viel. Ja? Und alle Fälle, dass das halt passieren kann, dass halt die Zähne kaputt werden kann, dafür hätte man mich nicht beschimpfen müssen. Ja? Dann habe ich gefragt, wie viel das kostet. Und dann habe ich geschluckt. Ganz viel geschluckt. Wirklich. Das hätte fast 3.500 Euro ausgemacht. Das Zähneziehen plus Narkose. Habe ich angeschaut, ja okay, danke schön. Ich überlege es mir. Und ja, durch einen Zufall bin ich halt dann wieder ins SMZ Ost gegangen, wurde dann zu einer anderen Ärztin geschickt und diese hat mir gesagt, ja, sie macht das, weil das geht auch auf Krankenkasse. Und ja, das war 2015. Ja.
2015. Wir hatten halt den Termin. Er hat hier ein Pflaster, ein Zauberpflaster, da ein Zauberpflaster, da ein Zauberpflaster, da ein Zauberpflaster bekommen. Ja. Am Anfang fand er das lustig. Ja. Ich habe versucht, so ruhig zu bleiben, wie ich nur konnte. Ja. Erstens habe ich das nicht gekannt, zweitens, es ist das eigene Kind. Ja. Und alle Fälle sind wir dann aufgerufen worden. In der Zwischenzeit ist auch die Ärztin gekommen, ja. Da sind wir in den Raum gegangen. ich sage es euch, mir war anders. Ja. Ich habe ihn auf meiner Schoß gehabt, habe ihn so umarmt und gut zugeredet. Die haben ihm dann den Schmetterling gesetzt. Und dann hat der Arzt nur gesagt, jetzt bitte den Kopf halten. Und ich denke mal, what the fuck ist hier los? Dann habe ich schon gemerkt, dass der Kopf runtergeht. Er hat noch geweint. Und auf einmal war er still. Ich habe gedacht, ich kriege innerlich eine Krise. Habe ihn halt so gehalten, ja, Kopf gehalten, dann hat ihn die Schwester genommen, ja, und dann hat er, dann haben sie ihm in den OP-Saal gegeben, ja. Ich habe es bis zur Tür geschafft und dann habe ich angefangen zu weinen. Wirklich. Also das ist das schlimmste Gefühl für eine Mutter, wenn die zuschauen muss, wie das Kind noch weint und jammert und was auch immer und auf einmal ist es still. Da denkst du dir, lebst du noch? Atmest du noch? Obwohl du eh das den Herzschlag spürst, ja. Aber ihr habt dann glaube ich 20 Minuten durchgeheult, bis ich mich endlich erfangen habe, ja, und ich mal in der Zeit habe ich glaube ich 4 Zigaretten geraucht oder 5. Dann bin ich halt wieder raufgegangen, dann habe ich noch so 20 Minuten warten müssen und dann haben sie mich hineingeholt, ja. Er ist munter geworden, er ist munter geworden, ist logisch. Das haben sie ihm alle, die Vorderen bis zu die Eckzähne, haben sie ihm alle gerissen, weil die kaputt waren. Eben weil er Aua hat. Ist logisch, dass das weh tut. Dann habe ich halt eben gefragt, ob er ein Schmerzmittel bekommt. Und ja, ich glaube eine Stunde. Halbe Stunde, eineinhalb Stunden habe ich ihn beruhigt, immer gut zugeredet, geflüstert, bis er von der Narkose, das war jetzt keine tiefe Narkose, sondern eine Schlafnarkose. Die hat 20 Minuten oder 30 Minuten gehalten. Er war aber auch schneller fertig und ja. Bis er halt wieder ganz da war, so lange habe ich halt dort bleiben müssen, ist eh logisch. Und ja, als er sich dann wirklich beruhigt hat, sind wir dann gegangen. Am Anfang war er noch so lasch, aber wie wir bei der U-Bahn waren, ist er herumgesprungen, als wäre nichts gewesen. Nichts, habe ich gesagt, Zwerg, bleib ruhig, bitte, du hattest gerade, das habe ich mir gedacht, du hattest gerade eine Operation, ja, weil das war ja im Prinzip eine Operation, ja, wirklich, ich habe gedacht, ich krieg dann innerlich die Krise, weil ich ja nicht gewusst habe, wie ja jetzt die
Narkose die Nachwirkungen aufnimmt, ja. Aber ja, es ging ihm gut, sicher war er erschöpft, das ist logisch. Jetzt sind die Zähne hier draußen. Mit dem Reden tut er sich nicht mehr schwer, am Anfang schon, weil wenn wir reden, stoßt unsere Zunge genauso auf die vorderen Zähne an, was bei ihm nicht ist. Da. Aber er redet dafür, dass ihm die vorderen Zähne wirklich. Ich bin gespannt, wenn die Zähne nachkommen. Ich glaube, das wird so mit 6-7 sein, wenn ich mich nicht täusche, wie er sich dann tut. Aber ich habe ihm geholfen, dass die Zähne weg sind. Das habe ich vergessen. Hat einen Kontrolltermin gehabt. Dann hatten wir noch einen Zusatztermin für Mundhygiene, dass er sieht, wie man Zähne putzt. Aber das mache ich. Er darf so putzen und ich putze dann alles noch einmal nach. Und seitdem sind wir halt alle 3 Monate beim Zahnarzt. Nach den Terminen, glaube ich, waren es 4 Monate, wo wir dann hingegangen sind. Und hat er auf beiden, also da auf irgendeinem Beißzahn, hat er ja Löcher. Und ich habe gesagt, sollte er Löcher haben, soll sie es bitte sofort machen. Okay, er kannte das nicht, da war ich vielleicht auch ein bisschen gemein, weil ich ihn gehalten habe. Gebe ich offen und ehrlich zu. Nur, seit wir jetzt alle 3 Monate hingehen, freut er sich immer, wenn er keine Löcher hat. Und wenn er ein Loch hat, dann macht den Mund auf und lasst das machen. Und er vertraut mir. Und er hatte jetzt auch schon seine Erfahrungen mit dem Zahnarzt. Ich hoffe, dass er nie solche Erfahrungen macht wie ich. Und ich bete zu Gott, dass die zweiten Zähne besser sind als die Milchzähne. Das war mein schlimmstes Erlebnis als Mutter. Wenn du das eigene Kind umfallen siehst, wegen einer Narkose, das ist schier. Welches Erlebnis hattest du? Was war dein schlimmstes Erlebnis als Mutter, wo du gesagt hast, nein, ich kann nicht mehr? Oder nie wieder. Was war dein Erlebnis? Schreib's mir in die Kommentare, ich würde mich freuen und wir sehen uns demnächst wieder. Tschüss! Ich mach mich für dich zum Clown, damit deine Lippen sich bewegen, setz ich die rote Nase auf, ich blamier mich für dich.